Warum? Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr ist ja schon fast zu Ende und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche Trends ich 2018 nicht mehr sehen möchte. Es geht um ein paar Beauty-Trends, die ein bisschen ausgeartet sind. Die sind vielleicht nicht mal neu entstanden dieses Jahr, aber sind einfach explodiert. Und die wollte ich heute mit euch anschauen. Nehmt das Ganze natürlich mit Humor. Es ist natürlich jedem selber überlassen. Wenn ihr eins dieser Sachen cool findet und gerne macht, dann bitte macht das weiterhin. Das ist alles nur Make-up und nicht so ernst zu nehmen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die zumindest meiner Meinung nach 2018 lieber wegbleiben. Okay, das erste sehe ich vor allem sehr auf Instagram. Die Punkte. So nenne ich sie einfach mal. Keine Ahnung, woher das kam. Ja, jeder punktet sich erstmal seinen Korrektor einzeln auf. Das heißt zum Beispiel Augenschatten mit Rot, Rötung mit Grün. Genauso die Kontur, also das Dunkle, dann nochmal hell mit dem hellen Concealer. Manche machen sich Highlighter, Blush, alles erstmal mit so einem Wattestäbchen mühsam drauf, einzeln. Und das Ding ist, warum? Warum? Ich weiß eigentlich warum, es sieht einfach cool aus, es sieht in Thumbnails cool aus, sieht auf Instagram cool aus, deswegen, ich verstehe es natürlich. Was ich nur sagen will ist, wenn ihr diesen Trend gesehen habt, ihr müsst das nicht machen und ich würde es euch auch nicht unbedingt empfehlen, außer wie gesagt, ihr wollt ein Bild davon machen. Die Sache ist einfach die, es dauert viel länger, warum nicht einfach einen Pinsel nehmen? Ihr geht einfach mit dem Pinsel über die Partien und seid zack, zack, zack mit ein paar Streifen schneller fertig, plus das Ganze wird ja dann verblendet, meistens mit einem Beautyblender. Und da wiederum sehe ich den Sinn überhaupt nicht, weil ihr müsst eigentlich sehr strategisch die Seiten des Beautyblenders wählen, damit ihr nicht zum Beispiel das Rot an der Spitze habt und dann geht ihr ins Grün. Denn dann ist das Ganze eigentlich für... Die Grenzen vermischen sich dann doch ein bisschen zu sehr. Wie gesagt, ihr müsst einen Blender wechseln, ihr müsst erst mit dem Hellen anfangen, dann ins Dunkle. Das ist total umständlich und nicht unbedingt nötig, um das Ganze zu machen. Deswegen... Vielleicht lieber nicht in 2018 auch noch diese Punkte. Und dann das Pipettenproblem. Okay, wie erkläre ich das? Die Foundation mit Pipette wird nicht normal aufgetragen, sondern immer so. Einfach immer direkt ins Gesicht damit. Ich habe zum Beispiel mein Oberteil gewechselt, weil genau das ist das Problem. Das Zeug fließt doch irgendwann mal runter. Und ich habe natürlich gerne mein T-Shirt aus meinem Shop an, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass auch das ein bisschen unnötig ist. Und es hört nicht bei der Foundation auf. Es ist der Highlighter. Vor allem seit es Trend ist, dass der Highlighter unter der Foundation aufgetragen wird, tragen sich Leute überall erstmal diesen Highlighter so tröpfchenweise ins Gesicht und dann läuft das so runter. Ich mache das einfach immer so. Ich trage mit der Pipette die Foundation auf den Schwamm auf. Und dann ist das Ganze ein bisschen kontrollierter. Übrigens den Highlighter unter Foundation, Hack oder Trick, den habe ich jetzt selber noch nicht getestet. Kann euch jetzt nicht sagen, ob der unbedingt schlecht ist oder nicht, aber wenn ihr Erfahrung damit habt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich finde nur die Auftragsweise daran komisch. Und das gleiche natürlich auf den Lippen. Ne? Also ich kenne das ja immer, die Lippenshow, immer erst auf die Lippen, damit das ganze Öl so drauf geht. Ich verstehe es, ihr wollt Feuchtigkeitsgespendete. Ja, ihr wollt nicht so trockene Lippen haben, wenn ihr eure Lipcream auftragt, aber warum jedes Mal, wenn jemand eine Lipcream swatcht oder aufträgt, muss erst dieses Farsali-Öl darunter sein? Es gibt auch einfache Pflegestifte, Freunde. Etwas, das auch ziemlich überhand genommen hat, sind die verschiedenen Haushaltsgegenstände, um sich sein Make-up aufzutragen. Alles, nur kein Pinsel, kein Beautyblender, aber sonst ist wirklich alles erlaubt. Ich selber nehme mich da nicht raus. Ihr wisst ja, ich mache sehr gerne Hacks-Videos und es gibt wirklich ein paar coole Sachen, die man mal ausprobieren kann und die gar nicht mal so schlecht sind, um das Make-up aufzutragen. Aber auch das ist wieder in eine ganz schiefe Bahn geraten irgendwie, als es einfach damit losging, dass die Leute Ballons, BH-Einlagen und Kondome dafür genommen haben, um sich ihre Foundation aufzutragen. Vielleicht kann man die Sachen auch irgendwie anders verwenden, Freunde. Es gibt wirklich sehr günstige Pinsel und Schwämmchen in der Drogerie. Und die sind halt dafür gedacht. Und vielleicht bei aller Hackliebe, man muss auch nicht sich alles ins Gesicht klatschen. Und wo wir schon bei Gegenständen sind, auch beim Konturieren gibt es die ein oder andere Hilfe. Da, wie gesagt, hey, wenn es für euch funktioniert, alles cool. Wo es aber bei mir aufgehört hat, ist, als sich Leute Schuhe genommen haben, um ihre Nase zu konturieren. Kein Scherz. Stilettos. Okay, mehrere Dinge, die damit falsch sind. Erstens mal, nein. Warum? Ich möchte einfach keinen Schuh in der Nähe meines Gesichts haben. Schon gar nicht einen, den ich getragen habe. Und zweitens mal,
ihr macht euch ja euren Schuh auch jedes Mal damit dreckig. Also vielleicht das lieber begraben 2017 und dort lassen und Deckel zu. Der nächste Megatrend, und bitte hasst mich nicht dafür, lasst mich erst erklären, ist Baking. Ich weiß, viele von euch lieben Baking und ich habe wirklich nichts prinzipiell gegen Baking. Was man dazu sagen sollte, ist, dass Baking ist ein schöner Name. Wie gesagt, nichts verkehrt mit Baking, ihr macht es unter die Augen, schön mit einem Schwamm dick und dann hier nochmal so, um die Kontur zu betonen, lasst das einwirken und dann, klar, ihr nehmt das Überschüssige wieder weg. Deswegen, es erfüllt schon seinen Zweck. Was man dazu wissen sollte, ist, dass Baking eigentlich aus dem Drag Queen Make-up kommt und das ist ja gewollt extrem und es ist ein Bühnen-Show-Make-up und teilweise verändert es ja auch wirklich extrem das Gesicht. Und das ist mega cool, aber das hat mir jetzt eine Drag Queen selber gesagt, also es kommt nicht von mir. Die verstehen wiederum nicht, warum sich Frauen in ihrem normalen Alltags-Make-up das Ganze so viel geben. Es hat einfach Überhand genommen, weil ich habe das Gefühl, ich sehe kein Make-up-Tutorial mehr ohne Baking. Es ist so ein Standard geworden, wie Foundation auftragen, wie Concealer auftragen, ihr müsst baken. Und ich finde, man muss nicht immer baken, ist nur meine Meinung. Es kommt auf den Typ an, es kommt auf den Look an. Wenn ihr immer ein Full-On-Face-Perfect-Make-up haben wollt, dann auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich sehr ölige Haut habt, wenn das Make-up sehr lange halten soll, auch super. Wenn ihr jetzt ganz natürlich bleiben möchtet, wenn ihr unter den Augen schnell trocken werdet mit dem Puder, ihr müsst es nicht machen. Das will ich nur damit sagen. Und das Ganze in Maßen. Manche sehen irgendwann aus wie Kasper der Geist und vor allem dieser hier wird oft nicht so gut verblendet. Ich glaube, ich habe aus der Szene vorhin auch noch überall mein Puder drauf und sehe auch ein bisschen übergepudert aus unter den Augen. Und das ist persönlich nicht, was mir gefällt, aber wie gesagt, jedem das Seine. Und dann komme ich zu meinem persönlichen Gewinner 2017. Trommelwirbel. Baby Brows. Wupp, wupp. Ganz, ganz großes Kino. Diese blöden Wellenaugenbrauen. Und es hat ja damit nicht aufgehört. Es gab Feather Brows. Es gab Baby Brows. Es gab Tannenbäume jetzt vor kurzem. Es gab Krönchen. Es gab alles Mögliche mit Augenbrauen. Und ich glaube einfach, wer damit angefangen hat und diese Baby Brows oder Federaugenbrauen gemacht hat, der hat das nicht so ernst gemeint. Das ist mehr so ein artistisches Make-up. Wisst ihr, also mehr so ein Look, der einfach kreativ ist, der auch echt wirklich cool war von der Idee her, sich da so Wellen aus den Augenbrauen zu machen. Nur irgendwie wurde das ein bisschen falsch verstanden und es gab dann so viele Tutorials dazu und Tests, wo Leute sich ernsthaft überlegt haben, ob sie das für den Alltag gut finden und überraschenderweise fand es niemand für den Alltag gut, weil keiner würde... Also die wenigsten würden wirklich so im Alltag rumlaufen. Deswegen versteht nicht immer alles, was auf Instagram die Runde macht, so als, oh Gott, jetzt muss ich noch mit dem Trend mitmachen und warum macht jemand sowas? Es ist meistens auch nicht dafür gedacht, dass man es im Alltag trägt. Das ist wie manchmal das Laufsteg-Make-up oder so. Das ist immer ein bisschen extremer und einfach cool und kreativ. Aber man muss es nicht wirklich zum Bäcker tragen. Ihr könnt es aber... Damit ich das Ganze aber auf jeden Fall auf einer positiven Note enden lasse, wollte ich euch noch sagen, was ich richtig cool fand dieses Jahr und wovon ich gerne mehr sehen möchte, ist überhaupt, wie ich auch gesagt habe, vieles, was sehr kreativ war, was dann aber eben, wie gesagt, falsch verstanden wurde. Aber die kreativen Sachen fand ich cool, vor allem Glitzer. Ich liebe alles mit Glitzer und es gab sehr viel Glitzer in den Haaren, Glitzer im Gesicht, bei mir auch zuletzt auf Instagram. Und Glitzer auf den Lippen fand ich mega, mega geil, diesen Trend. Und würde ich gern mehr davon sehen. Genauso, was ich auch denke, dieses Jahr nochmal mehr geworden ist, sind Männer-Make-up-Tutorials. Finde ich einfach mega, sowohl die, ich sag mal, alltags, einfach nur ein bisschen Concealer und ein bisschen frische Aussehensachen für jedermann, als auch die Full-on-Face, mega kreativen, mega coolen Looks. Ich finde es einfach super, dass es immer mehr auch Männer gibt in der Branche, die da so mega gute Videos dazu machen. Also Hut ab, wirklich. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, waren Fake-Sommersprossen dieses Jahr. Ich glaube, das ist auch was viele schrecklich fanden. Aber ich mag die, ich habe es aber selber noch nicht probiert. So Fake-Sommersprossen, vor allem das Ganze mit Highlighter zu machen. Das waren so Trends, die ich sehr cool fand dieses Jahr. Ihr könnt mir auch mal schreiben, welche Trends fandet ihr cool. Und lasst uns mal in den Kommentaren zusammen drüber reden, was fandet ihr denn jetzt von den Sachen, die ich vorgestellt habe, auch doof oder was fandet ihr eigentlich doch ganz gut? Ich freue mich auf eure Kommentare, ich hoffe, das Video hat euch unterhalten und hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.